Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um Now and Forever, weil ich dich liebe von Geneva Lee gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Danke. Now and Forever, weil ich dich liebe, ist im Blanc-Ballet Verlag erschienen. Und ich habe dieses Buch auch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ja, ich möchte einmal anmerken, dass ich dieses Cover richtig, richtig cool finde. Ich finde das richtig schön gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich will es noch einmal kurz in die Kamera halten. Seht ihr es? Also ich finde diese Art mit diesen Blumen in diesen Menschen, das gefällt mir mega. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und ja, kommen wir als allererstes wie immer mal mit zum Inhalt. In Now and Forever, weil ich dich liebe, geht es um Jillian. Und Jillian ist Studentin, hat sich aber immer noch nicht festgelegt nach 3 Jahren, was sie denn eigentlich genau studieren möchte und lebt auch so immer in den Tag hinein und nimmt das Leben nicht für allzu ernst. Und ja, das hat einen bestimmten Grund, denn Jillian hat eine Krankheit und ja, deswegen versucht Jillian das Leben zu genießen und sie hat dabei klare Regeln und zum Beispiel auch was die Regeln von Männern betrifft, trifft sich gerne mit Jungs und sie hat auch gerne Sex mit ihnen, aber mehr wird es bei ihr definitiv nicht geben, außer einen One-Night-Stand. Und ja, nach diesen Prinzipien lebt Jillian und genießt ihr Leben und eines Tages ändert sich das allerdings schlagartig. Dann taucht Liam in ihrem Leben auf und bringt alles komplett durcheinander, denn Liam ist ein schottischer Austauschstudent und verliebt sich sofort in Jillian und er weiß einfach, dass sie die Frau fürs Leben für ihn ist und bei den beiden passt halt einfach alles so zusammen wie Topf und Deckel halt und ja, Jillian wehrt sich da dagegen und Liam gibt halt nicht auf und ist halt super stur und versucht halt Jillian davon zu überzeugen, es mit ihm zu versuchen. Er kennt allerdings die Hintergründe nicht, wieso, weshalb, warum Jillian keine Beziehung möchte und die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist, wie wird Liam reagieren, wenn er erfährt, dass sie krank ist und wird er dann noch eine Beziehung mit ihr haben wollen. Und mehr möchte ich zum Inhalt von Now and Forever auch nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand, das ist eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte mit einer gewissen Tiefe und einer gewissen Ernsthaftigkeit auch von der Thematik her, dadurch, dass Jillian halt krank ist und man weiß, dass sie halt definitiv kein normales Leben führen wird. Dieser Aspekt in der Geschichte hat mich schon sehr, sehr berührt, weil man fängt dadurch auch natürlich an, über sein eigenes Leben nachzudenken und man versucht sich vorzustellen, wie man selbst in so einer Situation reagieren wird. Und ich konnte Jillian, was das betrifft, auch wirklich verstehen, dass sie sagt, ich möchte diese Last niemanden aufbürden, ich möchte damit selber irgendwie klarkommen und ich möchte da niemanden mit runterziehen. Und ja, also ich finde, das hat die Autorin auch super gemacht in der Geschichte. Das hat sie super rübergebracht und super vermittelt. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, was die Handlung betrifft und den Verlauf der Geschichte, hat mir das Ganze richtig, richtig gut gefallen. Das Einzige, was mich so ein bisschen, ja, jetzt nicht gestört hat richtig, aber was ich so ein bisschen, naja, merkwürdig irgendwie fand, war, dass wir hier sehr, sehr schnelle Wechsel haben in dieser Geschichte. Also Jillian entscheidet sich dann um und bumm, dann ist das jetzt halt so. Also da haben mir so ein bisschen diese Übergänge gefehlt, dieses Fließende. Wisst ihr, was ich meine? Wenn zum Beispiel zwei Charaktere zusammenkommen. Das passiert jetzt eigentlich nicht von jetzt auf gleich, so von wegen, du kennst mich nicht und jetzt sind wir zusammen. Und das ist normalerweise ein fließender Übergang. Entweder man trifft sich, man findet sich gut und man datet sich und hat dann eine Beziehung oder man wird halt erst Freunde und dann wird dann halt so langsam mehr draus und da entsteht etwas und dann ist man in einer Beziehung. Und ja, so war das halt bei diesem Buch nicht. Da hat mir irgendwie dieser Zwischenschritt gefehlt. Das ging so von A nach C und der B hat irgendwie gefehlt und das ist mir bei mehreren kleinen Sachen auch aufgefallen und das fand ich so ein bisschen schade, dass da so ein bisschen diese kleinen feinen Übergänge gefehlt haben, sondern dass das immer so ein harter Cut war, weil ich finde, das hätte die Geschichte einfach noch viel, viel runder gemacht, noch viel, viel einfühlsamer. Aber ich finde, dadurch, dass es halt immer so ein bisschen so duff, duff, duff war, hat es das Ganze so ein bisschen jetzt nicht ruiniert oder so, aber das war halt irgendwie komisch, weil das hat eigentlich nicht so richtig zur Geschichte gepasst. Es ist aber jetzt nichts Dramatisches im Prinzip, aber mir ist es halt aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob es anderen vielleicht jetzt wieder nicht auffällt oder ob das wieder nur mein Empfinden ist. Das kann jetzt natürlich ja auch sein. Aber mir ist das halt aufgefallen, dass mir so ein bisschen diese Übergänge gefehlt haben in bestimmten Situationen. Ja, ansonsten kann ich mich, wie gesagt, was die Handlung mit den Verlauf der Geschichte betrifft, nicht beschweren. Ich finde, die Autorin hat das mit dem richtigen Feingefühl erzählt und ja, auch was die Charaktere betrifft, finde ich, hat die Autorin das super rübergebracht. Also
ich konnte Jillian wirklich komplett verstehen. Ich war komplett bei ihr und ich konnte es verstehen. In manchen Situationen konnte ich sie nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil sie auch einfach ein ganz anderer Charakter ist als ich. Aber im Großen und Ganzen konnte ich mich schon gut in sie hineinversetzen und habe das halt verstanden, habe ihre Gedankengänge verstanden, habe verstanden, warum sie teilweise so reagiert und warum sie so ist und warum sie diese Prinzipien hat. Und ja, auch was Liam betrifft, konnte ich ihn super verstehen. Also Liam ist ein ganz, ganz toller Charakter. Liam ist wieder so dieser typische Hotte Schotte. Der Hotte Schotte. Also er ist ein wirklich heißer Typ mit dem richtigen Einfühlvermögen. Er ist ultra sympathisch und er ist auch so ein kleiner Romantiker und er ist so ein Gentleman und er ist sehr, sehr liebevoll und er ist einfach ein ganz, ganz toller Mann. Sagen wir es einfach so. Und ja, ich finde, die beiden passen auch wirklich richtig gut zusammen. Ich fand das halt auch super süß in dieser Geschichte zu sehen, wie Liam immer versucht hat, sie zu überzeugen und was er halt auch alles so für sie getan hat. Und das waren halt auch so Kleinigkeiten, wie dass er ihr Waffeln zum Frühstück gemacht hat. Das fand ich richtig süß und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was die Charaktere betrifft, fand ich Jillian und Liam richtig, richtig toll. Und auch die Nebencharaktere in dieser Geschichte haben mir sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich nicht so hundertprozentig verstanden habe, war die Sache mit ihrer Mutter. Warum ihre Mutter so drauf war, wie sie drauf war, das habe ich im Ansatz verstanden. Ich habe verstanden, was die Autorin damit vermitteln wollte, aber ich fand die Mutter einfach ein bisschen zu drüber. Also das war mir einfach zu viel in ihren Reaktionen. Aber wie gesagt, was die Mutter betrifft, das ist jetzt wieder mein Empfinden. Ich fand sie halt einfach ein bisschen zu drüber. Ich finde, da hat die Autorin einfach ein bisschen zu gut gemeint. Ja, ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das Ganze auch super gut gefallen. Ich kann mich da nicht beschweren. Das hat alles super gepasst. Und auch was das Setting betrifft, kann ich mich ja nicht beschweren. Wir befinden uns hier wieder in so einer amerikanischen Stadt am Meer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Stadt heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Verdammt. Soll ich mal schnell gucken? Wartet mal. Okay, ich finde es gerade absolut nicht mehr, in welcher Stadt das Ganze spielt. Ich habe das irgendwie total vergessen. Ich kann nur noch sagen, dass Liam aus Edinburgh kommt und dass sie an der Olympic Falls University studieren. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das spielt. Es ist so ein typisches amerikanisches College-Setting auf jeden Fall, wie man es halt auch aus dem einen oder anderen Buch auch schon kennt. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass vom Setting her mir das Ganze auch gut gefallen hat. Ich fand die Beschreibungen und Umschreibungen der Wohnungen und der Orte, wo sie sich befunden haben, wirklich gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte da auch keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen, auch wenn ich gerade nicht mehr weiß, wo das Ganze spielt. Wie gesagt, auf jeden Fall in Amerika an einer Universität, der Olympic Falls, aber ich habe den Ort vergessen. Vielleicht fällt es mir wieder ein, dann blende ich es hier unten ein, wenn ich schneide. Aber wenn nicht, dann, naja, mein Gott. Gibt Tragischeres, als den Ort zu vergessen, wo die leben. Tata. Was den Schreibstil von Geneva Lee angeht, kann ich nur sagen, dass er sehr, sehr gefühlvoll war und sehr, sehr einfühlsam und an den richtigen Stellen auch witzig und auch dramatisch. Also Geneva Lee hat ja eine wirklich sehr, sehr gute Mischung in diese Geschichte auch reingebracht und sie trifft manche Sachen auch wirklich klar auf den Punkt. Der Schreibstil ist an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen derbe. Das hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand die Mischung in dieser Geschichte wirklich richtig toll. Ich habe ja von Geneva Lee die Love Vegas-Reihe gelesen und da war der Schreibstil ein bisschen anders, denn die Love Vegas-Reihe braucht von der Geschichte ja nicht so viel Einfühlvermögen wie Now and Forever und ich finde, sie hat das super umgesetzt und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch vom Schreibstil her. Es ist ein sehr, sehr einfacher, lockerer Schreibstil, also man kann dieses Buch auch super einfach lesen. Ich habe dieses Buch auch, glaube ich, an 2 Tagen gelesen, also ich habe den einen Tag angefangen, habe die erste Hälfte gelesen und habe dann, ich glaube, 2 Tage pausiert und dann habe ich den Rest gelesen. Also es ist wirklich vom Lesen her sehr, sehr einfach. Also man kommt super durch die Geschichte und man bleibt da auf jeden Fall dran, denn die Autorin hat sich hier richtig viele coole Wendungen auch einfallen lassen, um halt die Geschichte spannend zu machen, dass man halt auf jeden Fall mitfiebert und das Ganze miterleben möchte. Und ich kann nur sagen, dass mir Now and Forever richtig, richtig gut gefallen hat. Es ist eine richtig, richtig tolle Liebesgeschichte mit einem ernsteren Hintergrund auch mal wieder. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich, wirklich nur empfehlen, wenn ihr solche Geschichten gerne lest. Und ja, ich freue mich hier schon auf den zweiten Teil. Im zweiten Teil, das ist, ach, wie heißt er denn jetzt? Ich komme gerade nicht drauf. Da geht es im zweiten Teil um ihre beste Freundin und WG-Mitbewohnerin und um ihren einen College-Professor. Und ja, ich bin auch schon auf diese Geschichte sehr, sehr gespannt. Dieser College-Professor ist jetzt nicht übelst alt. Also nicht, dass ihr denkt, da geht es um einen 50-Jährigen, der mit seinem... Nein, dieser Typ ist so, ich glaube, Ende 20. Also alles entspannt. Und ja, auf diese Geschichte freue ich mich auf jeden Fall auch schon total. Die möchte ich auch auf
auf jeden Fall lesen, denn wie gesagt, ich finde, Genie Wally hat diese Geschichte ganz, ganz toll geschrieben und hat auf jeden Fall einen Lust auf mehr gemacht. Und ja, wie gesagt, schaut euch Now and Forever an, wenn ihr solche Geschichten gerne lest. Ich kann es euch wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch. Meine Buchvorstellung zu Now and Forever, weil ich dich liebe. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.